Yannick und Selina und stellen euch heute den Sportleistungskurs vor. Im Sportleistungskurs gibt es im Unterschied zur Mittelstufe 4 Stunden Praxis und 3 Stunden theoretischen Unterricht. Die Noten bestehen dabei immer zur Hälfte aus praktischen und theoretischen Leistungen. Wir zeigen euch nun, welche Themen in der Praxis in den verschiedenen Halbjahren drankommen. Das Thema Fitness im ersten Halbjahr der 11 besteht aus Ausdauertraining, zum Beispiel im Stadion oder als Waldlauf, Koordinationstraining in der Halle. Hier haben wir zum Beispiel selbst ein Zirkeltraining entworfen und ausprobiert. Beweglichkeitstraining zum Beispiel mit Dehnübungen zum Aufwärmen und natürlich Krafttraining mit Gewichten oder dem eigenen Körper. Thema der 11.2 ist Leichtathletik mit den Disziplinen Sprint, Weitsprung, Hochsprung, Kugelstoßen, Speerwurf und Diskuswurf. In den Prüfungen kann man sich dann die Disziplinen aussuchen, welche man am besten kann. Das erste Thema in der 12 ist Turnen. Turnen besteht aus verschiedenen Geräten. Hier seht ihr gerade Tobi aus dem 13er Kurs beim Bodenturnen. Weitere Geräte sind zum Beispiel Sprung, Barren oder Schwebebalken für die Mädchen. Am Ende darf man sich für 2 Geräte entscheiden, an denen man am besten ist. An diesen Geräten darf man auch aussuchen, ob man schwere oder leichtere Übungen turnt. Das zweite Thema der 12 ist ein Sportspiel. Ihr habt die Auswahl zwischen Volleyball, Fußball, Basketball oder auch Handball. In der 13 kommt ein weiteres Sportspiel. Ihr könnt dann auch Tischtennis oder Badminton wählen. Außerdem gehen wir schwimmen und lernen verschiedene Schwimmarten, zum Beispiel Brust- und Kraulschwimmen. Die Themen im Theorieunterricht ergänzen sich mit den Praxisthemen. Wir lernen zum Beispiel, welche Muskeln es im Körper gibt. Oder wie man einen Trainingsplan erstellt. Wir analysieren Bewegungsabläufe. Entwerfen Taktiken im Sportspiel. Lernen, wie man sich gesund ernährt, um Muskeln aufzubauen. Und welche Substanzen man dazu besser nicht nehmen sollte. Falls ihr euch fragt, was ihr für den Sportleistungskurs können müsst, solltet ihr als wichtigste Eigenschaft ein vielseitiges Interesse an Sport haben. Ihr solltet motiviert sein zu trainieren, wenn etwas nicht auf Anhieb klappt und keine allzu großen Schwächen in den einzelnen Sportarten haben. Ihr müsst dabei aber keine Leistungssportler sein, weil alles von Beginn an neu gelernt und trainiert wird. Wenn ihr Sport wählt, gibt es außerdem den Sportpraxistag im Frühling zum Testen. Dort könnt ihr ausprobieren, ob der Leistungskurs etwas für euch ist.